Buongiorno, Freunde, und herzlich willkommen bei diesem wunderschönen Video, Leute. Heute steht das Spiel an. FC Bayern München gegen Paris. Champions League Rückspiel, eingeladen vom Tops. Ich habe zwei Tickets bekommen: einmal für mich und einmal für Carsten. Also endlich wird zwei Spieler dazukommen. Das wird. Ich freue mich drauf. Und das ist die kuschelige, gemütliche Arbeitsecke, wo ich jetzt arbeiten werde. Ich habe Schaumstoff angebracht wieder. Sieht eigentlich aus wie im alten Zimmer, nur dass ich hier viel, viel mehr Platz habe. Und schaut euch das an. Son Goku ist auch jetzt immer im Background. Es ist noch nicht alles fertig. Hier mit den Elevate-Hasen. Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Messi. Dann nochmal diese Lampe hier, alles drum und dran. Displays, Leute. Ihr wisst immer, über meinen Link gibt es den höchsten Rabatt auf Displays. Und ich habe mir neue bestellt, die werde ich heute aus München abholen. Das heißt, für mich geht's gleich nach Minga. Ich werde nach München fahren, Leute, zum Spiel logischerweise. Und es gibt noch was ganz Spezielles in diesem Video. Ihr seht Lionel Messi. Mein Friseur, Leute, kennt einen Kontakt, der arbeitet in einem Hotel. Ich versuche es euch kurz und knackig zu erklären, okay? Und dieser Kollege kümmert sich immer um die ganzen Fußballer, die kommen im Hotel. Und der wird Lionel Messi betreuen. Und ich habe ihm eine WM-Karte gegeben. Das war quasi die Karte, wo er die WM dann gewonnen hat. Also die ist sehr, sehr, sehr besonders. Und die wird er für mich unterschreiben. Lionel Messi höchstpersönlich. Ich bin jetzt schon aufgeregt und ich würde sagen, wir gehen weiter. Hier das Wohnzimmer, Fernseher ist am Start. Ich zeige euch bald eine Roomtour. Es ist absolut nicht aufgeräumt. Hier seht ihr, ja, das ist meine Couch. Die kennt ihr ja schon. So, Leute, jetzt zeige ich euch die Katze. Die heißt Elfie. Elfie, wo bist du? Perfekt, Digga. Hey, Elfie-Chat. Wie geht's dir? Schau mal, wie süß die ist, Freunde. Das ist so eine hübsche Katze. Ja. Die chillt immer im Schrank. Und für den Cowboy im Elevate-Hoodie geht es jetzt nach München mit dem Zug. Let's go. Ich bin, by the way, jetzt schon so nervös vor dem Spiel. Und das Coole ist, Leute, Carsten, also Eltrix, der wird mit mir mitkommen. Und der war noch nie in einem Stadion. Und dann schaut er sich gleich so ein Brett an. FC Bayern gegen Paris, das ist wahrscheinlich in der Allianz Arena dieses Jahr mit eins der krassesten Fußballspiele, das es geben wird. Weil womöglich Messis letztes Spiel in der Allianz Arena plus eventuell Messis letztes Champions League Spiel in seiner Geschichte. Und dann geht diese Ära vorbei, der GOAT, eventuell nächstes Jahr dann nicht mehr, ja, bei Paris, sondern vielleicht irgendwo in der MLS oder weiß Gott wo. Freunde, in München angekommen. Wer ist da? Hallo? Papa Pep? No joke, ich habe dieses Baby so vermisst. 2 Wochen haben wir uns nicht gesehen. Der ist eingerostet, der Mann. Und der wird jetzt wieder gefahren. Bro, wirklich, ich liebe dich. Jetzt geht's zum Schließfach. Ich muss nämlich ein paar neue Garten jetzt ins Schließfach tun. Und ich zeig euch wieder was ultimativ cooles. In 7 Stunden geht knapp das Spiel los. Später treffe ich dann Carsten. Mit dem gehe ich zusammen zum Spiel, also Elotrix. Danach werden wir noch natürlich Anton sehen, vielleicht auch schon davor. Eli wird da sein, Ene, Gamer Brother, Benji. Ich weiß nicht, wer noch alles da ist. Das wird geisteskrank. Schließfach hat noch zu. Da gehe ich gleich hin. Die öffnen erst um 13 Uhr. Und jetzt gibt es ein bayerisches Weißwurst-Frühstück mit leckeren süßen Zimt. Leute, das ist wichtig und richtiges Essen vom Bayern-Spiel. Jetzt gibt es den ultimativen Geschmackstest. Ich esse es aber so selten. Ich habe das letzte Mal vor 1 Jahr gegessen. Aber ich stehe eigentlich nicht so auf Süßchen. Brezeln wegschmeißen. Boah, ich weiß euch, Weißwurst ist brutal. 9 von 10. Real Talk. Wir besuchen heute wieder seit 2 Monaten mal den Heiligen Gral. Lionel Messi, one of one. Jedes Mal, wenn ich die Karte sehe, bekomme ich Tränchen in den Augen. Das ist im Brett. Ich habe jetzt hier ziemlich weit weg geparkt. Jetzt hole ich mir gleich so ein Matchday-Schal. Paris und Bayern. Und dann geht es ums Eingemachte. Bayern muss das 1-0 verteidigen. Und sie sind so eine Macht zu Hause. Ich kann mich nicht erinnern, dass Bayern mal zu Hause ein Spiel verloren hat. Da gibt es auch so eine krasse Statistik. Das wird nicht passieren. Das darf nicht passieren. Messi, Mbappé, wirklich kommt. Stanis spielt heute in der Startaufstellung. Er muss Mbappé in der Hosentasche haben. Das ist heute seine Aufgabe. Er hat schon mal geschafft gegen Frankreich. Da hat Kroatien 1-0 in der Nations League gewonnen. Und heute, Stani, mein Bruder, gib alles und du machst das. Ich würde mich freuen für ihn. Und logischerweise wird Cancelo jetzt nur auf der Bank sitzen. Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Am Anfang hat er übertrieben performt und plötzlich sitzt er nur auf der Bank. Gut für Stani, für Cancelo halt sehr belastend, weil er deswegen ja aus Manchester City gewechselt ist. Aber mir sei es echt, Digga. Schaut mal, wer da ist, Freunde. Der sitzt halt neben dem Mann. Ich hab's schon angekündigt. Geil, Digga. Carsten ist am Start. Ich habe ihn ausgestattet, dass du mich eingeladen hast. Ja. Liebe für Tone. Ich habe ihn ausgestattet mit Mütze, Handschuhe, alles, damit er ja nicht friert. Achso. Alles von mir. Ey, ja? Ich wollte gerade noch so einen Matchday-Schal kaufen. Also. Mann. Bro, ja? Wir müssen so Paris-Bayern-Schal kaufen. Geiler Schal heute. In den Jello. 3-1 Bayern. 3-1 Bayern. Was sagst du eigentlich? Wie geht's aus? Ich sag das, was ihr sagt. Bro, du bist das erste Mal im Stadion, gell? Und dann so ein Brett. Ja, heftig. Heftig. Leute, das wird so cool, Mann. Jetzt geht's zum Stadion. Allianz Arena leuchtet rot. Wir sind ready. 3-1 Bayern. Wir machen das. Ich habe jetzt zwei Zuschauer getroffen. Was sagst du, wie geht's aus? Ich sag leider 3-1 Paris. Ich bin Bayern-Fan, ja. Dann bleibe ich positiv, sag 2-0 Bayern. Schauen wir mal. Mein Mann. Schauen wir mal. Angekommen im Stadion. Was sagst du? Alter. Erster Eindruck. Geil. Und Bruder, einfach Sitzplatz 3 und 4.
Maxi, ich bin für Leipzig. Aber es regnet, Jungs. So ein räudiges Wetter, aber es ist so geil. Wir laufen gerade schon auf die Spiele ein. Da ist Leo Messi. Hoffentlich hat er mal die Karte unterschrieben. Die Spieler machen sich warm schon, weil wir sind direkt hier am Rasen. Danke an Todd für diese Karten. Das ist so ein geiler Moment. Schon mal, wenn da ist Franco. Hey. Was hast du dabei? Zeig mal. Chris, Bubi. Hola. Hola, Chico. Schau mal, was er dabei hat. Das ist ein Macher. Eine Merlin-Box. Lecker. Also, danke. Und? Tipp. Was denkst du? Sag 2-1 Bayern. 2-1 du? Ich sag 3-1. 1-0 für Bayern. 1-0. Du? 2-1, Verlängerung und dann Elfmeterschießen für Bayern. Wichtig. Und jetzt gibt es erstmal zwei Bockwürstchen. Ich habe heute nicht gegessen, das ist die Cola Zero. Bei dem Mann gibt es Leberkäse. Lecker. Lecker. Mbappé hat gerade Sommer umgehauen, danach ein Tor geschossen, aber es war natürlich faul. Glück gehabt, dass er direkt davor eingegriffen ist. Das erste Mal im Leben Messi live im Stadion. Das erste Mal. Leute, es ist Halbzeit, 0-0. Es sieht ganz gut aus, würde ich sagen, aber es ist auch lange nichts vorbei. Und ich, kein Tor gefallen, gar nichts. Was musst du geben, damit du ein Stadionflitzer machst? Du rennst da einmal durchs Spielfeld. Eine 100er Sub-Bomb. Nein, Digga. Du bist doch Sub-Bomb-süchtig. Auf gar keinen Fall. Leute, Carsten hat das Bayern-Trikot in der Hand. Das ist von Tops und das ist eine Unterschrift von Alfonso Davis, müsste das sein. Ja? Alfonso Davis, und das werden wir gleich an einen Abonnenten übergeben. Und ich werde ihm irgendeine Frage stellen und dann, ich muss noch einen glücklichen finden. So einen kleinen, der das zu schätzen weiß. Wer ist der beste Linksverteidiger der Welt? Wer ist der Lieblings-kroatischer Fußballer? Musiala. Kroatischer. Aus Kroatien. Kennst du einen? Modric. Du bist mein Mann. Du bekommst das unterschriebene Alfonso Davis-Trikot, okay? Von Bayern. Das hat er unterschrieben. Das ist von Tops. Das ist für dich, okay? Ich habe absolut Gefettfingern beim Torjubel. Einfach nur die Stimme gefilmt. Und der Mann hat mir gerade gesagt, dass ich mit 4K aufnehmen kann. Wusste ich aber nicht. Jetzt. Nix der Profi. Das war's komplett. Mbappé. Jetzt das Ding einfach nur über die Zeiten singen.
Es ist die 66. Minute. So, 24. Das packen wir. Schupo wird ausgewechselt und bekommt Standing Ovations. Sané! Leroy! Komm, Leroy. Trau dich was. Trau dich was. Oh. Aber nicht ganz schön. Das ist Messis letztes Champions League eventuell. Wenn sie rausfliegen, ist raus. Dann ist dieses Jahr weg. Und er wird vielleicht nicht mehr noch ein Jahr spielen. Ja? Das heißt, Anton wird Messi nie wieder im Stadion in der Champions League. Und überlegt, Leute, Mbappé wieder kein Champions League-Titel. Der muss zu Real Madrid wechseln. Er hat nichts mehr bei Paris verloren. Viel Spaß. Stani gegen Bernardo. Leute. Ja, oh, die haben einen Sitz. Die haben einen Sitz. Ah ja, sicher, ich schau dir das mal an, das ist ja wunderbar. Freunde, wir sind jetzt noch in der Shisha-Bar, Abend ausklingen lassen, Spiel ist vorbei, lasst einen Daumen nach oben da, Wertcode nicht vergessen, wir sehen uns beim nächsten Mal.